Hallo, liebe YouTube-Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kuvenau. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen, zu dem ich wirklich in der letzten Zeit sehr, sehr viele Nachrichten und auch Anfragen gekriegt habe. Und zwar werde ich immer wieder von euch gefragt, hey Björn, bei dir, wenn du Lackdrähte verzinst, das sieht das immer so einfach, so easy aus. Und irgendwie bei mir funktioniert das gar nicht so richtig. Und ja, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich jedem schreiben soll. Am Ende habe ich dann gedacht, es interessiert bestimmt noch ein paar mehr von euch, wieso das bei mir so einfach geht. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach mal ein kurzes Video darüber. Und dann möchte ich euch halt auch nochmal zeigen, was für Material ich so verwende dazu. Vielleicht liegt es ja auch an dem Material, dass es bei dem einen oder anderen nicht ganz so funktioniert. Deshalb habe ich hier jetzt schon mal ein bisschen was zusammengerichtet. Punkt 1 ist natürlich der Kupferlackdraht an sich. Auch wenn eigentlich jeder Kupferlackdraht gleich aussieht. Vom Aussehen her sind sie eigentlich alle gleich. Gibt es aber auch am Kupferlackdraht große Unterschiede. Ich verwende zum Beispiel seit Jahren den Kupferlackdraht von der Firma mit dem großen C, ja, wobei natürlich die den auch nur irgendwo kaufen, beziehungsweise mittlerweile nennt sich das Ganze True Components. Man braucht ja öfter mal was Neues. Ne? Aber dieser Kupferlackdraht hat einen, jetzt muss ich kurz spicken, der hat eine PU-Klasse von 155. Und wenn ich das alles noch richtig in Erinnerung habe, dann bedeutet die PU-Klasse oder beschreibt die PU-Klasse einfach nur den Temperaturbereich, wo der Kupferlackdraht quasi temperaturbeständig ist, beziehungsweise die Isolation temperaturbeständig ist. Heißt also, der wäre so bis 155 Grad temperaturbeständig, alles darüber, ja, da würde ich den dann nicht einsetzen. Und hier ist halt dann auch schon der Unterschied, es gibt natürlich Kupferlackdrähte, die haben eine wesentlich höhere PU-Klasse, also eine höhere Temperaturbeständigkeit. Und wenn ich die natürlich dann verzinnen möchte, brauche ich natürlich nochmal eine höhere Temperatur, wie jetzt bei dem Kupferlackdraht. Und ich habe es jetzt auch nochmal ein bisschen im Internet recherchiert. Also dieser Kupferlackdraht mit der PU-Klasse von 155 wird bei den meisten so angegeben, dass er also lötbar wäre zwischen 300 und 390 Grad. Und das ist eigentlich auch die Temperatur, die ich so verwende. Also wenn ich meine Kupferlackdrähte verzinn, dann verwende ich eigentlich meistens so einen Temperaturbereich zwischen 330 und 370 Grad. So viel jetzt erstmal zum Kupferlackdraht. Also ihr seht, auch hier gibt es halt schon große Unterschiede. Leider, ich habe auch nochmal im Internet geguckt, leider wird natürlich die Temperaturklasse nicht bei allen Herstellern oder bei allen Lackdrähten, die man so im Internet zu kaufen kriegt, wird das natürlich überall angegeben. Ja, ist halt so. Wahrscheinlich manche wissen selbst nicht, was es ist. So. Das wäre mal das Erste zum Kupferlackdraht. Das Zweite, ihr werdet es kaum glauben, aber auch das verwendete Lötzinn spielt natürlich eine große Rolle. Ich zum Beispiel verwende hier seit Jahren oder seit Jahrzehnten eigentlich nur noch Lötzinn von der Firma Stanol. Ich habe auch schon Lötzinn von der Firma Stanol verwendet, wo es noch bleihaltiges Lötzinn gegeben hat. Und auch bleifreies Lötzinn verwende ich eigentlich nur von der Firma Stanol. Ich habe vor Jahren, habe ich mal ein Lötzinn von einer anderen Firma ausprobiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für eine war. Jedenfalls hatte dieses Lötzinn 1:1 die gleiche Legierung, zumindest stand es da drauf. Ne? Ich kann ja keine chemischen Analysen machen, ob es wirklich so ist. Ich muss ja danach den Angaben gehen. Ne? Also zumindest vom Typenschild her sollte es die gleiche Legierung haben wie mein Stanol-Lötzinn. Und dennoch ließ sich dieses Lötzinn von der anderen Firma nicht so gut verarbeiten wie das Lötzinn von der Firma Stanol. Scheinbar haben die irgendwas noch in ihrer Mischung drin, sage ich jetzt einfach mal, in ihrer Mixtur, damit einfach dieses Lötzinn besser zu verarbeiten geht. Ja, liegt vielleicht auch am Flussmittel,
Ja, das ist ja teilweise extrem chemisch, was da alles drin abgeht. Deshalb, wie gesagt, ich verwende seit Jahren nur noch Lötzinn von der Firma Stanol. Und da verwende ich eigentlich zwei Durchmesser. Das ist einmal 1 mm und einmal 0,5 mm. Was ich auch noch mache in den letzten 1,5 Jahren, ist, dass ich bei sehr, sehr dicken Kupferlackdrähten, also bei 0,2 und 0,3 mm, verwende ich immer noch mal zusätzlich so ein bisschen Flussmittel, passt, ein bisschen zusätzliches Flussmittel. Das mache ich einfach aus dem Grund, da halt die Drähte dann doch schon sehr, sehr dick sind, und da habe ich gemerkt, dass das mit einem zusätzlichen Flussmittel halt wesentlich einfacher nochmal geht, diese dann zu verzinnen. Ja, weil ich da ja auch viel mehr Energie brauche, bei so einem dicken Draht zu verzinnen, wie bei einem dünnen. Ne? Last but not least spielt natürlich auch die Lötstation bzw. der Lötkolben eine große Rolle, ob ich was gut verlöten oder verzinnen kann. Ja? Hier ist halt einfach meine Empfehlung: Wenn ihr viel mit Modellbahn oder Modellbau macht und müsst viel löten, dann lohnt es sich wirklich, auch bei einer Lötstation einfach zu einem höherwertigeren Gerät zu greifen, wie zu so einem preiswerten Gerät. Meine Lötstation ist halt von der Firma Ersa und ich verwende da in der Regel eine 1 mm Bleistiftlötspitze. Da kann ich so 80% mit dem, was ich im Modellbau löten muss, kann ich damit eigentlich löten. Und zum Abschluss von diesem Video zeige ich euch jetzt einfach nochmal an zwei Kupferlackdrähten, wie das dann eigentlich funktioniert. Oder wie es halt bei mir so dann funktioniert. Ich habe jetzt hier einmal einen 0,15 mm Kupferlackdraht genommen und einen 0,3 mm Lackdraht, einen dicken. So, fangen wir erstmal mit dem 0,15 Quadrat an. Also ich nehme den Lötkolben aus der Lötstation, das seht ihr jetzt natürlich nicht, mache den nochmal kurz an meinem Schwamm sauber und dann gehe ich hierher und mache hier einfach so ein bisschen Lötzinn drauf. Und jetzt nehme ich einfach meinen Lackdraht und halte den hier so in den Lötkolben in die Spitze rein. Und ihr seht, voilà, Moment, wir machen das hier nochmal schön, oder ihr seht, und ihr seht, voilà, da vorne ist er verzinnt. Ohne eigentlich gar kein Hexenwerk. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal mit einem 0,3 mm Kupferlackdraht. Ich werde das Ganze jetzt so machen, dass ich im ersten Step den Draht ohne Flussmittel, ohne zusätzliches Flussmittel verzinn. Und im zweiten werde ich dann einfach mal ein bisschen Flussmittel benutzen. Also als erstes machen wir hier mal wieder Lötzinn drauf. Und dann halten wir unser 0,3 mm Kupferlackdraht hier rein. Und hier sehen wir halt auch schon, ja, das dauert dann schon mal ein bisschen länger, bis der überhaupt mal verzinnt ist. Ja, und das ist meistens, und meistens lässt er sich dann auch nur ganz vorne verzinnen. Ja, also ihr seht schon der Unterschied zwischen dem dicken und dem dünnen Kupferlackdraht. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal mit ein bisschen so Flussmittel vorne drauf. Ja, ich hoffe, man kann das gut sehen. Und jetzt halte ich das Ganze einfach nochmal hier in das Lötzinn rein. Und ihr seht, das Ganze ging nicht nur schneller, sondern auch die Abisolierung oder die Verzinnung ist wesentlich größer. Und genau darum verwende ich halt bei so dicken Kupferlackdrähten immer noch mal ein bisschen zusätzliches Flussmittel. Wenn jetzt einer sagt, ja schön, dass du mir jetzt alles gezeigt hast, aber wo kriege ich den ganzen Kram? Sämtliche Links zu den ganzen Produkten, die ich hier verwendet habe, findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und somit sind wir auch schon am Ende dieses heutigen Videos angelangt. Es war heute mal ein relativ kurzes Video, aber ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen einfach jetzt noch einen Tipp geben konnte, wie er das mit dem Verzinnen einfacher hinkriegt. Auf jeden Fall würde es mich wirklich sehr interessieren, ob euch dieses Video was gebracht hat, ob ihr jetzt weniger Probleme beim Verzinnen habt. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.